Okay, es geht weiter mit Inazuma Eleven. Autsch, was sollte das denn? Verdammt. Du rücksichtsloser kleiner Bengel, hast du überhaupt eine Ahnung, wie wir uns jetzt fühlen? Nach allem, was wir getan haben? Dieses Notizbuch wurde von Marks Opa geschrieben. Er ist ein Held. Er ist sein Held. Woher soll ich das denn wissen? Ach, ist auch ja egal. Junge, Junge. Der ist echt anstrengend. Mark? Schaut mal, er hat sich nur die Seiten mit Abwehrtechnik angeschaut. Glaubt ihr, es lag daran, dass ich ihm gesagt habe, er könne ein guter Verteidiger werden? Er wollte die Technik sicher auf eigene Faust trainieren. Er liebt Fußball so sehr, dass er einfach nicht anders konnte. Schaut mal her, da liegt ein Zettel mit einer Nachricht. Leihe mir Geheimnotiz aus. Nicht durchdrehen, Scott. Er wollte sich also wirklich nur ausleihen? Wäre es nicht großartig gewesen, wenn wir diese Nachricht 5 Minuten früher gefunden hätten? Ja. Wir haben einen Fehler gemacht, oder? Aber er ist einfach in den Bus gegangen, ohne uns zu fragen. Sowas tut man doch nicht. Eigentlich hat er doch jemanden gefragt und dieser jemand bin ich. Herr Veteran. Er hat sie sogar versprochen, den Bus zu putzen, wenn ich ihn hereinlasse. Das hat er auch getan. Der Bus glänzt wie neu. Yay! Jetzt muss ich es sagen, fällt es mir auch auf. Oh nein, Scott. Ich gehe ihn suchen. Explosion. Was war das für ein Lärm? Ist Epsilon etwa schon da? Sie sind hier. Beruhigt euch, ihr alle. Gehen wir zum Fußballplatz und schauen nach, was da gerade passiert. Oh, das ist uns wieder so beschissen dreckig gemacht worden. Ich könnte echt meine Brüder mal kaputt hauen dafür. Die dreckigen Kinder. Ihr könnt so oft fragen, wie ihr wollt. Meine Antwort bleibt die gleiche. Wir werden nicht gegen euch spielen. Bitte zieht euch zurück. Zurückziehen? Sehr unwahrscheinlich. Sei still, Pedro. Pedora? Pedora? Dora Explorer? Und dann lässt es sich nicht vermeiden. Das stört diesen Ort. Ja, Lord Dwalin. Boy. Was hört auf? Was war das für ein dunkler Fußball, älterer Bruder? Er strahlt eine großartige Energie aus, jüngerer Bruder. Also, wofür entscheidet ihr euch? Cloyster. Ich sag jetzt Cloyster, ich bin mal jetzt original. Original. Ihr zwingt uns dazu, wir werden gegen euch spielen. Kapitän. Dachte mir ich doch gleich. Vergib uns, Meister, wir sind unseren Herzen gefolgt, statt auf unseren Verstand zu hören. Sie werden es doch schaffen, oder Mark? Cloyster kann Epsilon schlagen, oder? Jetzt können wir sehen, wie mächtig Epsilon wirklich ist. Okay. Darf ich jetzt mal mitmachen, oder? Zögert nicht. Haltet euch nicht zurück. Diese Schurken verdienen es, durch uns bestraft zu werden. Oha! Hört zu, tut genau das, was ich euch sage. Verstanden? Ja, Lord Dwalin. Ich kann das kaum erwarten, sie in den Boden zu stampfen. Hässliche Missgestalt. Furchtlos stellte sich Cloyster definitiv auf dem Fußballplatz gegen Epsilon. Alles, was wir tun konnten, war es zuzuschauen. Ja, klar. Nichts hätten uns die gewaltige Kraft vorbereiten können, über die Epsilon verfügte. Terrorangriff? Fußball-Kamehameha? Super Saiyajin? What the fuck? Seht nur, sie sind so schnell und so stark. Dagegen sieht ein Spiel gegen Jiminy Storm aus wie ein leichtes Training im Park. Ich muss zugeben, dieser Dwalin ist wirklich gerissen. Ihre Aufstellung ist präzise und perfekt, an den Gegner angepasst. Ihre Verteidigung ist absolut lückenlos. Lückenlos? Schaut sie euch an. Das stolze Team, das mich nicht mitspielen lassen wollte. Sie beziehen hier ganz schön Prügel. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Warum mache ich mir eigentlich Sorgen wegen denen? Nach allem, was sie mir angetan haben. Schande über uns. Marshall, mein Bruder. Dirk, mein Bruder. Es ist wirklich alles, was ihr zu bieten habt, lächerlich. Das Spiel gegen euch ist genauso langweilig wie das gegen der letzten Verlierer.
Ihr habt verloren. Jetzt werden wir eure Schule zerstören. Genau wie angekündigt. Wartet. Es ist noch nicht vorbei. Wir werden gegen euch spielen. Mark. Raimund Junior, Mark, sei vorsichtig. Diese Kreaturen. Sie sind gnadenlos. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Ihr seid das einzige Team, das damals gegen Jimmy Storm gewonnen hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr auch uns schlagen könnt. Hehe. Das wäre eine Beleidigung für uns. Glaubt mir, ihr wollt uns nicht beleidigen. Ihr wollt es nicht. Scott, bist du das da hinten? Nein. Du bist gekommen, um als Y heimzuzahlen, richtig? Nach allem, was sie deinem Team angetan haben? Naja. Hört mal alle her, wir müssen Scott auch so ins Team lassen. Hä? Was? Er kann sich doch anschließen, oder, Trainerin? Aber ich... Wofür hast du Angst, Scott? Das ist deine Chance auf Genugtuung. Aber ich weiß, dass du es kannst, Scott. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Nicht schon wieder der Spruch. Scott, das kommt dir so leicht über die Lippen. Ich glaube auch an dich, Scott. Du auch? Hä? Tut mir leid, dass ich gedacht habe, du hättest immer nur Blödsinn im Kopf. Scott, ich hätte dir zuhören sollen. Mir tut es auch leid. Ich vertraue dir, Mark. Wenn er also an dich glaubt, dann glaube ich auch an dich. Jetzt wird's aber kritisch. Wie dem auch sei, ich denke, du kannst davon ausgehen, dass jeder hier an dich glaubt, Scott. Vertrauen. Ihr glaubt an mich? Gut, dann ist ja das geklärt. Herzlich willkommen im Team. Herzlich willkommen, meine Fresse. Was? Ich? Na gut. Yay! Banyan hat sich angeschlossen. Banyan. Banyan. Sind alle bereit? Natürlich, wir sind so weit gekommen. Jetzt können wir wohl kaum einer Rückzug machen. Ich habe Angst, aber ich werde mein Bestes geben. Hört meine Worte, Raimund. Ich werde euch eine kurze Gnadenfrist gewähren, während ihr euch vorbereiten dürft. Nutzt diese Zeit weise, auch wenn es euch nicht helfen wird. Solltet ihr die Flucht antreten, so werdet ihr es bitter bereuen. Er hat irgendwas von Flucht gesagt. Wir legen uns gerne mit euch an. Haha. Auf geht's, Team. Bereiten wir uns angemessen auf Äpfchen vor. Das könnte interessant werden. Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Ich kann mich sowieso nicht darauf vorbereiten. Ist hier. Mach dich bereit. Ja, ich weiß. Blockeintrag. Was sagt der Block? Janus wurde von einem anderen Team abgeworfen und wurde in einer alten Mannschaft von allen nur Janus gerufen. What the fuck? Warte, was? Janus wurde von einem anderen Team abgeworfen und wurde in der alten Mannschaft von allen nur Janus gerufen. Ach so, ich hab ja Janus, ja stimmt. Ich weiß sowieso jetzt schon, wen ich als nächstes hole in mein Team. Epsilon. Ich hole jetzt nur die Hauptcharaktere in den jeweiligen Teams raus. Die anderen können mich mal so gesagt. Banyan soll ich ja reinholen. Als Verteidiger, du bist Mittelfeld. Okay, aber du kannst dann für die hier rein. Und Janus kann auch mal ein bisschen rein. Janus. Ach komm, wechseln dich für den aus. Es gibt sowieso einen Grund, warum ich das jetzt gerade gemacht habe. Möge das Spiel beginnen. Die Raimund Elf, sie haben Jimmy Storm besiegt. Hoffentlich spielen sie gut genug. Wie sieht der denn aus, dass man Spaß mit ihnen haben kann? Hört her, Spieler von Raimund. Ihr habt Jimmy Storm besiegt. Gute Arbeit. Wir werden eure Leistung honorieren, indem wir 10 Minuten gegen euch spielen. Seid dankbar für diese einzigartige Gelegenheit. 10 Minuten? Ihr könnt nicht einfach neue Regeln aufstellen. Ich kann Leute nicht aufstehen, die so etwas machen. Wenn sie sowas wollen, dann besiegen wir sie auch in 10 Minuten. Diese Gruppe will allen Ernstes die Aliens besiegen. Ich fasse es nicht. Möge das Spiel beginnen. Bald werdet ihr erfahren, wie mächtig Epsilon wirklich ist. So muss das sein. Okay. Du kommst später in mein Team, du Spasti. Du wirst später in mein Team kommen.
Es macht keinen Sinn, gegen die Ehren zu spielen. Man kann nur gewinnen, man kann nur verlieren. Ich schieße mal. Vielleicht kann ich doch gegen die gewinnen. Kann ja sein. Was? Ich dachte, ich hab den Ball. Meteorbomber. Alter, Terrorangriff hier. Also, wir können nicht gewinnen, wollte ich nur sagen. Das hat keinen Sinn. Wir können nur verlieren. Komm. Au. Laut David, 10 Minuten sind vorüber. In der Tat. Puh, unglaublich, die Angriffe unseres Teams machen ihnen überhaupt nichts aus. Was sollen wir tun, Trainerin? So leicht gehen wir nicht auf. Die müssen sie besiegen und die Klasse definitiv retten. Einverstanden, Team? Team Raimund ist hartnäckiger, als wir erwartet hatten. Sogar dieser wertlose Verlierer von Jimmy Storm haben ihn zusetzen können, bevor sie kapituliert haben. Bringen wir das hier schnell zu Ende und erlösen wir sie von ihrem Elend. Wertlos? Hat sich Jimmy Storm gerade Elend wertlos genannt? Allerdings, erbärmlich wertlose Verlierer. Warum sonst hätten sie gegen Schwächlinge wie euch verloren? Elend braucht sie nicht. Niemand braucht dich hier. Das ist grausam. Sie werden nicht gebraucht? Sogar deine Mutter hat dich verlassen. Niemand will dich. Und niemand braucht dich. Niemand braucht mich? Das reicht. Wie könnt ihr nur jemanden anderen wertlos nennen? Ihr ruiniert Fußball. Ihr beleidigt eure Münzstrecke. Das ist nicht richtig. Wenn ihr das nicht versteht, dann seid ihr diejenigen, die wertlos sind. Du beleidigst uns? Für einen mickrigen Menschen beweist du ziemlich viel Mut. Niemand will mich. Niemand braucht mich. Nein, ich bin Scott. Das machst du toll, Scott. Du kannst wirklich mit den anderen mithalten. Was? Bringen wir es zu Ende, Bali. Bitte erteile den Befehl. Nein, lass uns noch ein wenig mehr Spaß haben. Was? Bali? Diese Begeisterung, was ist das? Ich genieße es geradezu, gegen sie zu spielen. Weiter so, Scott. Du kannst ein bisschen schlagen. Genau, wir glauben an dich, Scott. Ja, ihr solltet solche Sachen doch nicht so mit mir sagen. Na gut, ich mach's ja. Aber es wird trotzdem ein Tor. Oh. Tor! Ihr verschwendet eure Zeit! Und das ist doch wohl ein Tor. Guter Schuss, aber der nächste hat. Ja, halt die sicher ist. Nein. Ganz sicher nein. Das heißt dämlich. Ich hab den Ball, ich hab den. Ficken. So. Janus, komm! Oh nein. Ficken. Komm schon, Scott, zeig's ihnen. Ist ja gut, ich mach's ja. So, wir müssen jetzt mit Scott das machen. Wir müssen das jetzt machen, damit ist das Spiel dann vorbei. Windhose. Und wir haben es geschafft. Damit ist das Spiel vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Part.